Wir haben nicht einen Kampf, auch nicht zwei Kämpfe, sondern ganze drei Kämpfe. Hallo und willkommen zu meinem Review von Black Clover Episode 75 oder auch Page 75, Geki Zen. Bevor ich anfange, wie immer, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, ich bedanke mich für jede Unterstützung. Und Mann, oh Mann, Kirsch geht wirklich jeden auf den Senkel. Aber wirklich jeden. Vor allem seinen Teammitgliedern. Und auch Sol fühlt sich extrem angeekelt von ihm, was irgendwie zum Erwarten war. Und Magna wird auf die Spitze getrieben. Er wird zur Weißglut gebracht. Aber auch Asta macht er ziemlich fertig und macht ihn ordentlich runter. Weil wie das Ganze schon letzte Episode etabliert wurde, geht für ihn alles nur um Schönheit. Und er ist überhaupt das Schönste, was es gibt. Sagt aber auch gleichzeitig, und das finde ich sehr interessant, dass es eine Sünde ist, dass er so schön ist. Und ich frage mich, ob das noch irgendeine Auswirkung haben wird. Vielleicht hat er so eine Art Transformation drauf wie Zabon aus Dragon Ball. Weil der wurde ja auch so wunderschön dargestellt. Und dann aber kam ja etwas, was ihn unschön gemacht hat. Vielleicht erfahren wir das ja nächste Episode. Aber was dann auch noch recht episch war, um auf die Episode zurückzukommen, war das Gespräch, was Kirsch mit Mimosa hatte, wo sie ihn ständig abgewiesen hat. So immer wieder, nein, 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 kannst mich mal, gut, hat sie nicht gesagt, aber hat sie gemeint. Und sie hat zu ihm auch gesagt, dass er gewinnen soll, weil dann machen sie und Asta mit ihm ein Blutbad. Und darauf bin ich nächste Page wirklich schon mehr als gespannt. Was denkst du? Was wird passieren? Wird Kirsch eine auf seine Kirsche bekommen? Oder wird Asta eine am Deckel bekommen? Gerne ab damit unten in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist und es noch nicht getan hast, wie immer gerne Abo da lassen und Glocke aktivieren. Wie schon angekündigt, bekommen wir ganze drei Kämpfe in einer Episode. Was ich rückblickend gesehen schon etwas viel fand und ich hoffe, dass man da einen etwas langsameren Pace in der nächsten Zeit einlegt, weil ansonsten wird es wahrscheinlich zu viel, wobei trotzdem nichts an Informationen verloren gegangen ist. Was im Normalfall der Fall sein kann, wenn man versucht, zu viel reinzuquetschen. War hier aber absolut in Ordnung. Und Kampf 1. Findet zwischen Team D, bestehend aus Sesk, Adrian und Willi statt. Ja, und Team C, nämlich Sol, Kirsch und Magna, die auch schon in der letzten Episode angeteasert wurden, dass sie als nächster kommen und so tun sie es auch. Und ich war wirklich überrascht, positiv überrascht, was Kirsch angeht. Weil der wurde so richtig schön penetrant in der letzten Folge dargestellt und auch als jemanden, den Mimosa nicht leiden kann. Aber Mann, in der Episode hat er sich wirklich als jemanden entpuppt, wo ich sage, hey, von dem will ich mehr sehen. Ich will wissen, was der sonst noch kann. Weil nicht nur ist der Typ extremst OP, extremst mit seiner Kirschblütenmagie, wo er mal ganz einfach sich duplizieren kann, wo ich mir nur dachte, so, was, ist das echt so oder sehe ich doppelt? Den Gegner ausschaltet durch diesen Sturm und seinen Teamkameraden auch noch einen Weg bahnt zu dem Kristall, dass nämlich Sol und Magna den dann einfach so fumm, zerstören können. Nicht nur das, er hat nicht nur das drauf, sondern er ist auch noch ein extremer Stratege, weil beide Sol und Magna wollen ganz einfach am Anfang draufhauen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Magna mit seiner Feuermagie und Sol mit ihrem, ja, Mini Golem da, wobei der nicht Mini ist, aber halt mit dem Standard Golem. Und er geht her und hilft ihnen. Er kann ihnen perfekt sagen, was sie tun müssen und wie sie ihre Magie einsetzen sollen. Und das hat extremes Potenzial. Und zeigt auch, dass er wirklich berechtigt die sozusagen zweite Hand, glaube ich war es, der Ersatzordensführer beim Krallfarbenen V ist. Und das sage ich wirklich nicht gerne. Weil, so wie der drauf ist, ist mir zwar sympathischer geworden, weil er so gut ist, aber von der Persönlichkeit her, jetzt so IRL, könnte ich so jemanden absolut nicht ausstehen. Und man, ich glaube, Mimosa hat die Zeit ihres Lebens. Ich auch.
Dann kommen wir zu Kampf 2. Team F bestehend aus Kyle, Bora und Gaston gegen Team E, was bestehend ist aus Finral, Leopoldo und Harmon. Und in diesem Kampf glänzt wirklich Finral, der mit seiner Raummagie die beiden anderen, nämlich Leopold und Harmon, extrem unterstützen kann, sodass man wirklich extrem schnell den Kristall der Gegner zerstören kann. Und was Finral dann mit seiner Raummagie machen kann, weckt das Interesse von allen Zuschauern und sie merken langsam, dass sie den schwarzen Stier mehr als unterschätzt haben. Weil wie er schon öfter etabliert wurde und ich auch schon öfter gesagt habe, der schwarze Stier ist nicht schwach, er ist extrem gut. Nur was ihm bis jetzt gefehlt hat, ist einfach jemanden, der es an die Oberfläche bringt. Und dafür ist Aster da. Das macht er extrem gut. Und dadurch können auch alle anderen, die im schwarzen Stier sind, das Beste von sich herausholen. Und das zweite, was beim schwarzen Stier immer untergegangen ist und warum er eben als der schlechteste Orden abgestempelt wurde, ist eben, weil er nicht viel getan hat. Was aber daran liegt, jetzt nicht nur, weil Aster nicht da war, sondern eben auch, weil eben alle, die dort sind, irgendwie, ich habe früher gesagt, eine Meise hatten, und das haben sie noch immer, aber jetzt würde ich sagen, um es besser auszudrücken, sie haben alle eine dunkle Vergangenheit gehabt, wodurch sie selber sich selber abgeschwächt haben. Und dank Aster konnten das so ziemlich alle mittlerweile überwinden, zum größten Teil. Und dadurch können sie so gut glänzen, wie sie es nun mal hier und jetzt tun. Und zum Schluss gibt es dann noch den dritten Kampf, Kampf 3. Team H, Galles, Simon und Medio gegen Team G, Lagris, Fragil und Säcke oder Huha. Und bei Fragil frage ich mich wirklich, was macht die? Sie scheint so eine Art Heilmagie zu haben und minimales Interesse an Säcke, wo ich irgendwie glaube, dass er das absolut versemmelt hat. Aber ansonsten hat man von ihr nicht viel gesehen. Fand ich ein wenig schade. Und was eben auch daran liegt, dass man diese Kämpfe so stark gespeedet hat. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das so gut war, weil es hat zumindest für mich ein schlechteres Licht auf die drei Verliererteams in der Folge geworfen. Weil Aster, Mimosa und Xerx haben eine ganze Folge gegen Team B bekommen und haben sozusagen 20 Minuten gebraucht. Während, wenn man das jetzt gerecht aufteilen würde, jetzt jedes Team 5 bis 7 Minuten hatte. Eher 5 Minuten, weil Opening, Ending, Vorgeschichte, Petit Clover, Hin- und Hergepäsche zwischen Kirsch und Aster und Xerx und Aster. Von daher wirken halt einfach die jetzigen Teams viel schwächer. Und ich hoffe jetzt einfach, dass man diesen Fehler vermeidet. Und jetzt auch mal, wenn es notwendig ist, eben auch eine komplette Folge gibt. Und das wünsche ich mir, wie gesagt, noch immer, eben jetzt bei dem Kampf zwischen Mimosa und Kirsch. Weil ich einfach wissen will, was genau hinter den beiden steckt. Warum genau sie ihn nicht leiden können. Aber um wieder zum Kampf selber zu kommen, über den man nicht besonders viel sagen kann, außer dass Langris mehr als OP ist und seinen kleinen Bruder Finral am Ende vom Kampf ordentlich fertig macht. Und da kann ich wirklich nur hoffen, dass Finral ihn ordentlich fertig macht. Weil mit der Raummagie kann er so einiges machen. Viel, viel mehr als Yami helfen. Weil das hat man ja schon in mehreren Kämpfen gesehen. Und Säcke hat sich natürlich mehr als blamiert, aber Langris gleichzeitig eine Möglichkeit gegeben zu glänzen, indem er seinen Babawagen ausgepackt hat. Bitch, ich fahr nen Babawagen. Nicht Babawagen, sondern ich meine natürlich seinen Säcke Shooting Star, der genau gar nichts kann und einfach nur einen Schuss in den Ofen aller Team Rocket macht. Also ja, es war mit Säcke zum Erwarten, dass er sich blamiert, aber es war auch gleichzeitig kein Fremdschämen und ich war wirklich mehr als zufrieden mit der Episode. Und bin schon gespannt, was nächste Episode kommt und hoffe, dass wir in der PG dann wirklich mehr Details bekommen, was Mimosa und Kirsch angeht. Und dass Aster natürlich ordentlich eine reinwirkt. Und ich frage mich, ob... Aber Mann, in dieser Episode hat er sich wirklich als jemanden... Und Mann, ich glaube... Und bei Fragil frage ich mich...
Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.